Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein monatliches Aufgebraucht und platt gemacht Video. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, welche Produkte bei mir sehr gut funktioniert haben, welche eher nicht so gut, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Alle Menschen, die nicht so auf Müll stehen, sollten hier besser wegschalten. Wobei ich tatsächlich meine Müllmenge über die Jahre immer mehr reduzieren konnte tatsächlich, indem ich ergiebigere Produkte jetzt verwende und halt auch irgendwie bewusster mit Produkten umgehe. Ich weiß es auch nicht. Natürlich habe ich auch einiges von meinen Kooperationspartnern aufgebraucht. Das werdet ihr in diesem Video finden. Ihr werdet richtig geile Rabattcodes finden und eine mega geile Verlosung. Es wird in diesem Video 10 Gewinner geben. Richtig krass. Komme ich nachher noch zu. Ihr könnt euch jetzt schon freuen, denn nur ein einziger Gewinn hat einen Wert von 130 Euro ungefähr. Mega. Okay, also ich habe das Ganze in Kategorien unterteilt und ich gehe dann so von Kopf bis Fuß einmal durch. Falls euch eine jeweilige Kategorie nicht so ganz interessieren sollte, dann könnt ihr das skippen oder ihr könnt euch die Reihenfolge ja anders hinstellen, ne? Ich starte immer ganz gerne bei den Haaren und da habe ich zuallererst Produkte aufgebraucht von The Heroin Company. Das ist in einem Adventskalender mal drin gewesen, weil die in Kooperation mit Rosenthal einen Adventskalender rausgebracht haben. Das ist einmal das Kick-Ass Repair Shampoo und das Unbreakable Me Conditioner Ding. Ich habe bei beiden einfach unten drunter ein Herzchen gemalt, weil ich die richtig gut fand. Ich fand die ergiebig, ich fand die pflegend. Ich mochte die einfach gerne leiden. Die haben schöne Sachen mit meinen Haaren gemacht. Mittlerweile ist es auch so, dass ich zwar jeden Tag dusche, aber nicht mehr jeden Tag meine Haare wasche, weil ich gemerkt habe, dass durch die Schwangerschaft sich halt so ein bisschen was umgestellt hat bei mir, dass meine Haare einfach nicht mehr so fettig sind, was ich voll geil finde. Und alle 2 Tage so die Haare zu waschen, ist schon irgendwie eine geile Nummer. Kannte ich vorher auch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich die beiden leer gemacht, finde die wirklich empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob ich mir die nachkaufen würde, wenn es irgendwie mal einen geilen Rabatt gibt oder so, dann kann ich mir das vorstellen. Dann habe ich auch, ich weiß nicht, Adventskalender, wo habe ich dich weg? Keine Ahnung. Jean and Len ohne Gedöns Rebuild Haarkur für stark strapaziertes Haar mit Dattel und Vanille. Fand ich sehr nährend, fand ich angenehm. 20 Milliliter waren hier drin. Kann ich empfehlen, fand ich ein gutes Haarprodukt, ne? Musst du gar nicht so lange einwirken lassen, 3 bis 5 Minuten. In der Zeit kannst du deine Beine rasieren oder deine Achseln oder sonst irgendwas. Das mochte ich gerne, ne? Fand ich schön. Dann habe ich eine, aus der Box habe ich die gehabt, glaube ich, von Nature Box. Eine, Kur ist es ja eigentlich auch, ne? Eine Kräftigungskur, Hair Shot, 99% natürlichen Ursprung im Gesamtprodukt. Ich habe da tatsächlich sogar 5 Anwendungen rausgekriegt. Ich glaube, man sollte da irgendwie seine 2 bis 3 Anwendungen oder so rauskriegen. Ich habe da echt viel rausgekriegt, weil ich gebe mir sowas halt nur ab Ohrläppchen in die Längen und Spitzen halt rein. Ich habe zwar lange Haare, aber das hat echt gut bei mir funktioniert. Pflege fand ich okay, aber kein Nachkaufprodukt, weil ich das halt irgendwie nicht pflegend genug fand. Also da gibt es definitiv Produkte, sowohl im High-End-Bereich, was Pflege angeht, als auch in der Drogerie, was ich halt lieber mögen würde. Ne? Also zum Beispiel Fructis oder so, das ist halt mehr so meins, dieses Banana-Blabla-Gedönsen. Würde ich eher zugreifen tatsächlich. Übrigens so wertmäßig oder wie auch immer, habe ich immer Produkte sowohl aus der Drogerie hier mit drin, als auch aus dem High-End-Bereich. Weil ist einfach so. Also zum einen durch Kooperationspartner habe ich dann natürlich auch etwas hochpreisigere Produkte hier oder halt, weil ich sie mir selber gekauft habe, weil ich einfach in manchen Bereichen eine etwas höherwertigere Pflege brauche. Zum Beispiel Shampoo kann ich nicht so gut aus der Drogerie verwenden. Ich habe aktuell auch wieder eins aus der Drogerie. Ist schwierig, bin ich ehrlich, ne? Also das ist halt meine Haare und mein Körper und mein Gesicht, die sind halt anspruchsvoll und manchmal, ja, merkt man halt, dass man gewisse Produkte einfach nicht mehr verwenden kann. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch ein Produkt für die Haare und zwar von Schwarzkopf Bonacure. Ich glaube, das ist so eine spezielle Reihe. Hyaluronic Moisture Kick Spray Conditioner für normales bis trockenes Haar. Leichte Kämmbarkeit, aber leider eher austrocknend, habe ich mir hier drauf geschrieben.
Das Ding ist halt, ja, solche Produkte verwende ich dann ja quasi, nachdem ich geduscht habe und ja, wenn ich dann halt quasi nackelig im Bad stehe und kurz bevor ich mich halt so eincreme und so, ne, wird dann sowas in die Haare gesprüht, damit ich halt dann auch später durch die Haare durchkämmen kann. Manchmal ist es auch so, dass wenn ich zum Beispiel dienstags und freitags nur Haarshampoo und Haarkur verwende oder teilweise auch nur Haarkur, dass ich danach dann halt nochmal einen Spray-Conditioner in die Haare anstatt von einem Conditioner unter der Dusche halt reingebe und ja, das war halt wirklich sehr austrocknend. Ist halt gerade da, wo ich es halt dann hinsprühe, also in die Längen und Spitzen blöd, weil es dann wirklich strohig wird. Und das mag ich nicht so gerne. Jo. Genau, soviel zu den Haaren. Wo habe ich mein Getränk? Ich brauche ein Getränk. Es ist wirklich sehr, sehr warm. Ich weiß nicht, wie warm ist das bei euch? Schreibt mal gerne die Temperatur in die Kommentare rein. Bei mir ist es hier 22 Grad, aber es ist richtig sonnig. Es ist sehr, sehr warm. Es ist richtig krass. Dieses Make-up habe ich euch übrigens auch abgefilmt. Also das ist das Full-Face, High-End, Neuheiten. Ich weiß nicht, ob das schon online ist. Dann verlinke ich euch das mal im i. Ich lieb's. Also, ne? Ich gehe gleich rauf, den 60. von meinem Papa. Das ist so geil. Ich weiß nur noch nicht, was ich oberteiltechnisch dann anziehen werde. Muss ich mal gucken. Witzigerweise, in dem Kameradisplay sieht mein Gesicht auch viel, viel dunkler aus, als es eigentlich ist. Weil eigentlich passt mittlerweile mein Gesicht zu meinem Hals und meinem Dekolleté. Aber die Lichter sind noch ein bisschen anders. Okay, jetzt kommen wir zum ersten Kooperationspartner, wo ich etwas... den letzten Kooperationspartner, den ich leer gemacht habe. Den ersten, genau. Und zwar von Yepoda. Das ist ein absolutes Lieblingsprodukt von mir, The Calm Balm. Ich habe sehr viele Reinigungsbalsame ausprobiert. Das habe ich euch auch gesagt und ihr seht das auch immer wieder in meinen Aufgebraucht-Videos, weil ihr mich auch darum bittet, dass ich halt auch einfach andere Marken ausprobiere, andere Preiskategorien ausprobiere. Ich habe welche ausprobiert, die halb so teuer waren. Ich habe welche ausprobiert, die dreimal so teuer waren. Und ich finde den hier einfach am allerbesten, weil der nimmt dir wirklich alles runter. Wasserfeste Mascara, sehr intensives, so wie heute, Augen-Make-up, wo halt richtig stark Pigment drin ist. Ne? Und das ist halt die Sache. Ich schmink mich wirklich intensiv. Also das ist ja auch gerade für die Kamera, mache ich es dann ja nochmal eine Stufe härter als im realen Leben. Und da muss das Reinigungsprodukt wirklich reinknallen. Und das macht der Calm Balm wirklich. Das ist ein tolles Produkt, wo du eine gleichbleibende Qualität hast von oben bis unten, wenn du es verwendest. Du brauchst nicht viel davon. Und ja, es ist einfach ein tolles Produkt. Ich kann euch das einfach ans Herz legen, weil es schön ist. Ich mache gerne das Double Cleansing, das heißt, dass ich mir erst, bevor ich unter die Dusche gehe, mein Gesicht mit so einem Reinigungsbalsam entsprechend vorbereite. Ne, dann sehe ich aus wie, keine Ahnung, gerade in den Farbtopf gefallen, weil dann das ganze Gesicht natürlich verschmiert ist. Aber ich merke da schon, dass die Mascara sich halt auch schon richtig schön löst und dass es so wimpernschonend, wenn man so ein gutes Produkt verwendet. Du hast hier hochwertige Öle mit drin enthalten, die auch wirklich das Gesicht und die Wimpern dann pflegen. Das, ne, ich möchte meine Wimpern ja auch schön züchten. Ich möchte nicht, dass sie ausfallen. Deswegen alles schön vorsichtig. Immer. Ich fange immer hier oben am Augenlid quasi an und gehe dann wirklich nur mit dem Finger oder wenn es hochkommt, mit zwei Fingern. Ne? Und dann immer in streichenden Bewegungen. Wirklich ganz, ganz vorsichtig, dass ich dann die Mascara auch so rausstreiche. Und dann, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe und merke, dass die Mascara sich ja auch schön löst, ne, gehe ich dann nochmal hier mit dem Finger so drunter, dass ich das dann auch nochmal von dieser Seite mache. Und ich mache das mit ganz viel Bedacht, ganz viel Vorsicht, dass ich einen Reinigungsbalsam anwende. Und da kommt mir einfach sehr, sehr, sehr zugute, dass dieser Reinigungsbalsam halt auch ein sehr mildes, hautverträgliches Produkt ist. Und nicht nur, weil es ein Kooperationspartner von mir ist und, ne, empfehle ich euch das immer wieder. Ich finde, das ist auch das beste Produkt, was Yepoda rausgebracht hat. Ich liebe ihn absolut und kann euch den mega empfehlen. Das ist auch etwas, was ich nicht in dem gelben Sack entsorge, sondern das hier ist Glas. Das kommt halt in den Glascontainer bei uns. Und den Deckel kannst du halt im Plastikmüll packen. Ne? Ihr könnt euch dort auf der Homepage auch das Set zusammenstellen. Dann wird es natürlich nochmal günstiger. Dann könnt ihr zusätzlich nochmal meinen Code anwenden. Und jetzt gerade ab heute ist tatsächlich Sommer-Sale bei Yepoda. Das heißt, da bekommt ihr richtig Hardcore-Rabatte. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dann habt ihr nämlich wirklich die Produkte mit einer High-End-Qualität zu Drogeriepreisen. Und wenn ihr das einfach immer schon mal austesten wolltet, ist ja K-Beauty, dieses mega krasse Gedönsen, ne? Schaut da auf jeden Fall vorbei und testet dort gerne einfach mal die Produkte. Ich kann euch von Herzen den Calm Balm empfehlen. Und da gibt es ja auch noch den Reinigungsschaum. Es gibt, also Bubble Double nennt sich das, ich finde den Namen so geil. Es gibt tolle Gesichtspflegeprodukte, ne? Gesichtsseren, Gesichtscremes. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Das sind sehr schöne Produkte, die sind vegan, da sind gute Inhaltsstoffe drin.
Mega Empfehlung von meiner Seite. Alles in der Infobox verlinkt. Code von mir eingeblendet. Ich weiß ihn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil Claudi30, was normalerweise mein Code ist, ist quasi dann in der Zeit, glaube ich, nicht gültig. Ich glaube, da ist dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr, weil es ist ja Summer Sale, ne? Und ja, gönnt euch auf jeden Fall hart. Schaut vorbei. Und vielen, vielen Dank an Jiboda, dass ihr wirklich mich damals überredet habt, den Kaumbaum auszuprobieren, denn ich war anfangs extrem skeptisch. Wirklich. Das weiß ich noch. Also ich sehe den E-Mail-Verlauf auch immer, weil den ursprünglichen E-Mail-Verlauf, den wir damals hatten, den haben wir jetzt immer noch. Ne? Und dann sehe ich auch am Anfang, wo Jiboda sich vorgestellt hat und mir so erzählt hat, was die so machen und so. Und dann war ich jetzt total skeptisch und habe gesagt, ja gut, ich probiere es mal aus. Richtig geile Produkte. Jetzt gerade in Anwendung habe ich auch die Cetox-Maske, die ich auch richtig schön finde. Die belebt die Haut halt auch nochmal richtig geil. Schaut, wie gesagt, auf der Homepage vorbei. Alles in der Infobox verlinkt. Als nächstes komme ich zu, ja, Dalton und auch zu dem ultimativ krass übermäßig heftigen Gewinnspiel. Also Denise ist ausgerastet, muss ich wirklich sagen. Das ist ja meine Beraterin dort bei Dalton. Und ja, ich habe ihr gesagt, dass ich jetzt in meinem Juni aufgebraucht Video schon einiges an Dalton-Produkten mit drin haben werde. Und ja, ne, das, vielleicht machen wir irgendwie eine Verlosung oder sowas zusammen. Ne? Und dann sagte sie, ja, wie wäre es denn, wenn wir das Hydra oder Hydro Starter Kit verlosen? Habe ich das erstmal nachgeguckt, bin dem Link gefolgt. Ich blende euch das auch hier mal ein. Oder hier, ich blende euch das auf jeden Fall mal ein. Und bin vom Glauben abgefallen. Ich sage, 130 Euro, Alter, ne? Ja, lass mal 10 Stück verlosen in deinem Video. Ja, läuft, Leute. Also, 10 Leute können in diesem Video dieses Starter Kit gewinnen. Ich habe schon einige Produkte daraus ausprobiert und ich mag die Serie enorm gerne. Kann euch das wirklich empfehlen und bedanke mich extrem bei Dalton für diese krasse Möglichkeit. Alle Teilnahmebedingungen zu dem Gewinnspiel findet ihr in der Infobox und die Produkte bzw. die Sets werden dann auch direkt von Dalton an euch versendet, sodass das ganze Kram nicht 5-mal irgendwie durch Deutschland fliegen muss oder so, sondern dass es dann wirklich von Dalton zu euch kommt und das finde ich so genial. Also Denise, danke, du geile Nudel, das ist so, so cool und ja, wow. Ne? Also da habe ich jetzt einfach mal eine kleine Bombe hier platzen lassen, weil ich finde, das ist eine mega krasse Möglichkeit. Ich habe jetzt auch aktuell in Anwendung die Hyaluronic Urea Creme. Das ist so eine angenehme Geschichte. Meine Haut verbessert sich schon, also abends verwende ich das immer gerne, weil die sehr schön reichhaltig ist. Ne? Und oh, das ist so angenehm. Ich liebe es einfach und kann euch die Produkte von Dalton wirklich extrem ans Herz legen. Schaut gerne dort auf der Homepage vorbei. Aktuell habe ich leider keinen Code. Das ist halt nicht so super inflationär und da sind wir dann immer etwas, ne, vorsichtiger unterwegs, aber das ist Hammer. Oder erstellt euch jetzt schon mal eine Wunschliste oder lasst euch dort beraten. Da gibt es halt auch die Möglichkeit, Hautberatung und sowas zu machen. Ne? Hammermäßig. Und es gibt so viele verschiedene Pflegereien dort bei Dalton, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Ne? So, ich habe auf jeden Fall die ersten Produkte hier, die ich leer gemacht habe von Dalton. Und das ist einmal dieser mega coole, wie oft sagt sie mega? Ja. Lippenpflegestift. Ich weiß gar nicht, hat der einen Namen? Der Lippenpflegestift, das ist einfach dieses Moped. Der ist schön. Der ist sehr zart auf den Lippen, dass er halt auch so schön schmilzt und so. Er ist aber nicht so, dass du so eine Fettschicht auf den Lippen hast, ist aber trotzdem total pflegend. Also ich finde den angenehm und kann ihn euch wirklich empfehlen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das gelber Sack ist. Ich glaube schon. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Ne? Den habe ich schon mal leer gemacht und kann ich euch empfehlen. Dann habe ich auch einen Toner leer gemacht. Sehr, sehr hautschonend. Ich darf ja aktuell nicht allzu viele Produkte verwenden, die ja auch für die Hautreinigung sind. So AHA, BHA, Salicylsäure, Rampampam. Ist ja alles aktuell nicht so für mich möglich. Ne? Da Video, habe ich gesagt, habe ich No-Gos für die Schwangerschaft aufgeführt. Und zwar, ja, muss ich dann einfach mal gucken, was ich dann immer verwende. Aber Dalton hat die Comfort Clean Reihe und da sind einige Produkte drin, die ich super verwenden kann, weil sie extra für sensible Haut geeignet sind. Habe ich jetzt gerade durch die Schwangerschaft noch ein bisschen mehr, als ich es normalerweise schon hätte. Und das hier ist das sanfte Anti-Aging Gesichtswasser. Ein ganz toller Toner, den ich echt super verwenden kann, der nicht brennt, der nicht unangenehm auf der Haut ist oder sonst irgendwas. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte.
kannst du mit einem wiederverwendbaren Wattepad aufs Gesicht geben oder in die Hände geben und dann direkt aufs Gesicht. Ist ja Pelle sehr, sehr angenehm. Ich habe damals immer mich gefragt, wofür braucht man eigentlich einen Toner? Naja, im Prinzip nach der Gesichtsreinigung ist es so, dass die Haut, also die Hautbarriere ist ja quasi weg. Also nicht weg, aber sie ist ja weitestgehend zerstört, weil du hast dein Gesicht ja richtig krass gereinigt und so, ne? Und eigentlich müsste man dann ja, vor allem wenn man eine sensible Haut hat, recht freundlich mit der Haut umgehen und sagen, hey, chill dich, komm, ich möchte dich jetzt noch so ein bisschen pflegen. Du kannst ja nicht direkt mit Wirkstoffkosmetik um die Ecke kommen, die du richtig draufknallst, dann brennt das richtig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe das selber für mich schon öfters getestet und ich habe es wirklich gemerkt und ich kann euch das auch wirklich mal so ans Herz legen. Sagt man das so? Also, ne? Ans Herz legen? Schon, glaub schon. Ich bin kein Pro in Sprichwörtern, deswegen auf jeden Fall probiert das einfach mal, wenn ihr ein bisschen sensible Haut habt, einfach mal mit Toner und ohne Toner. Wenn ihr das mit Toner macht, habt ihr nicht dieses Brennen, dieses Blitzeln oder dieses, manchmal ist es auch ein Wärmegefühl, was man auf der Haut hat, wenn diese Wirkstoffe richtig in die Haut so reinbämsen. Wenn du halt vorher so eine kleine Menge von dem Toner oder von generell einem Toner auf das Gesicht gibst, ist die Haut schon mal so ein bisschen beruhigter, ein bisschen vorbereiteter. Und deswegen, Toner finde ich persönlich einfach eine geile Erfindung. Kannte ich damals halt auch nicht, bis ich mit YouTube angefangen habe. Ganz zu Anfang musste ich auch recherchieren, was es überhaupt ist. Und mittlerweile weiß ich auch, dass es für mich extrem gut ist, eben durch meine sensible Haut. Ne? Ja, übrigens, Lippenstift trage ich auch von Nee gerade. Das kriegt ihr auch bei Balton zu kaufen. Und das ist auch in dem Schminki mit drin. Den habe ich hier stehen, weil ich den nachher auch mitnehmen werde. In der Farbe 157 Festival Fuchsia ist das nämlich der Lippi. Der ist einfach genial, ne? Ich finde den auch geil. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass meine Zähne dadurch extrem gelb aussehen, aber das tun sie gar nicht. Ich finde, das leuchtet so geil. So, jetzt muss ich mir kurz einen Schluck trinken, weil ich ja rede wie so ein... Oh Gott. Ich habe jetzt hier noch von Beauty Mate eine Creme leer gemacht. Auch das ist ein Kooperationspartner von mir. Und die machen wirklich schöne Wirkstoffkosmetik, die auch für mich sehr, sehr hautverträglich sind. Die Booster kann ich weitestgehend auch in der Schwangerschaft verwenden. Da habe ich aktuell auch den Koffein Wake Up Booster, der mein Gesicht morgens belebt. Und auch den Augenlifting Booster, den ich gerne unter die Augen gebe. Und dadurch halt meine Augenschatten halt im Prinzip vernichtet habe. Also die sind wirklich weg. Ne? Das ist richtig krass. Auch Augenfältchen werden dadurch minimiert und so. Also ich finde die Booster hammermäßig. Da schaut gerne einfach mal beim Set-Konfigurator vorbei. Da könnt ihr euch individuell eure Sets zusammenstellen. Eine gute Basis für diese ganzen Booster ist halt diese Creme. Das ist die Hyaluron Cream Boost 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Und die gibt es einmal in dieser für normale Haut, in dieser leichten Variante. Und dann gibt es auch noch die für reifere, trockene Haut. Die hat dann so ein, ja nicht lila Deckel, sondern so, ja doch, geht dann in die lila Richtung, ne? Ja, das ist dann eher so meine Variante, die ich dann im Winter gerne verwende, weil die etwas reichhaltiger ist. Hier haben wir halt eine schöne Basis, die wir verwenden können, wo wir die Booster mit reinmischen können oder man kann die natürlich auch pur tragen, dann hast du aber nicht diese enormen Wirkstoffe, wie du sie halt quasi in den Boostern drin hättest, denn so ist Beauty Mates halt aufgebaut. Du hast die Möglichkeit, dir deine Hautpflege individuell anzupassen, zusammenzustellen und dann dein Gesicht auch so zu pflegen, wie es das gerade braucht. Also ich habe auch meistens mehrere Booster gleichzeitig bei mir im Spiegelschrank stehen, dass ich einfach je nachdem, welches Hautbedürfnis ich gerade habe, den Anti-Pickel Booster nehme oder doch lieber den Koffein Wake Up Booster oder den Lifting Booster, den Falten Control Booster, je nachdem, wo ich ne, gerade halt so gesichtstechnisch stehe und wenn ich mich angucke, woran ich gerade denke. Aber wie gesagt, hier haben wir halt die Basiscreme davon, die sehr angenehm und sehr leicht Claudis. Claudi 30 ist übrigens mein Code. Ich rede und rede. Affiliate-Rabattcode verdiene ich eine Provision dran. Infos in der Infobox verlinkt. Ne? Das ist halt eine schöne Basiscreme dafür, die sehr leicht ist. Die funktioniert auch super als Make-up-Grundlage. Also da muss ich keine Bedenken haben, dass wenn ich mir die halt morgens auftrage und mich dann halt ein, zwei Stunden später hier oben hinsetze und schminke oder ein Video drehe oder so, dass die Foundation krümelt oder dass es irgendwie komisch aussieht. Nee, also da ist die Creme einfach eine geile Geschichte. Ich finde sie wahnsinnig toll, empfehle euch die immer wieder. Wir haben ja nichts drin, was da nicht reingehört, was ich auch immer so wichtig finde. Keine Parfümstoffe, keine Tierversuche. Es ist, glaube ich, vegan auch noch, ne? PEG-frei und parabenfrei und so. Das ist für mich in der Schwangerschaft gerade auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten halt auch wichtig, aber da nochmal insbesondere wichtig. Und ja,
Kann ich euch empfehlen. Ist eine tolle Firma, die aus München kommt, also quasi ja, ein deutsches Unternehmen, ein Start-up, also die sind auch noch recht jung. Und wie gesagt, mit Claudi30 könnt ihr 30% Rabatt sparen und euch alles so zusammenstellen, wie ihr es gerne möchtet. Falls ihr so gar keine Ahnung habt, was eure Haut brauchen könnte, dann schaut auf jeden Fall in den Produktberater vorbei. Da gibt es auch so eine künstliche Intelligenz, die per Foto dann quasi eure Haut so ein bisschen analysiert und euch vorschlägt, welche Booster und welche Creme vielleicht für euch interessant wären. Also, wie gesagt, gerne vorbeischauen. Das ist einfach eine Geschichte, die ich sehr, sehr, sehr empfehlenswert finde, weil die halt für sensible Haut extrem gut geeignet ist, ne? Also, da habe ich mit dieser Creme noch nie das Problem gehabt, dass ich da irgendwelche Irritationen, Rötungen, Brennen oder sonst irgendwas von hatte. Und deswegen voll geil. Also, ich mag die gerne. Jo, und dann habe ich noch eine Serumgeschichte leer gemacht, die ich in der Drogerie gekauft habe. Und zwar ist es von Catrice die Hydra Supercharged Serumgeschichte mit 1% Hyaluronsäure und 5% Niacinamiden. Schwieriges Produkt. Also ich fand das sehr, also in der Anwendung schwierig, weil die nicht mit jeder Creme funktioniert hat. Die hat sehr, sehr geklebt und da musste man immer aufpassen. Also ich habe die über eine längere Zeit verwendet. Teilweise konnte ich sie dann einfach nicht verwenden, weil ich Cremes verwendet habe, die damit nicht funktioniert haben. Habe dann irgendwann für mich herausgefunden, dass sie teilweise auch mit Foundations nicht funktioniert. Also wow, habe sie dann wirklich nur noch abends angewendet. Und das fand ich einfach zu kompliziert. Wenn ich halt ein Serum habe oder wenn ich einen Booster halt in eine Creme reinmische, wie bei Beauty Mates halt, ne, möchte ich mich darauf verlassen können, dass es relativ Pelle ist, ob ich das morgens oder abends verwende, dass es so oder so mit meiner Haut, mit meinem Gesicht funktioniert und dass ich auch danach noch Produkte auftragen kann, ohne dass ich eine Würstchenparty ins Gesicht bekomme. Ne? Also von daher würde ich jetzt nicht nachkaufen. Ich fand die halt, wie gesagt, nicht so wundervoll, habe die abends verwendet und nee, war ich nicht so begeistert von. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, ich mache erst die Masken, denn ich habe super viele Ampullen leer gemacht. Ja, gucken wir uns die Masken an. Zuallererst habe ich, ich hatte Geburtstag und ich habe ganz, 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 ganz tolle Pakete geschenkt bekommen von vielen von euch. Also vielen, vielen Dank an all die Glückwünsche. Da habe ich zweimal die Hydra Bomb Tuchmaske bekommen, die mit diesem Granatapfelgedönsen. Einmal von Melli, einmal von Maya. Und ich finde diese Maske richtig geil. Das ist quasi die perfekte Passform. Die Stirn ist leicht zu lang. Ansonsten ist es eine sehr kühlende Geschichte. Die ist nass und die ist einfach richtig, richtig cool. Also das ist echt eine Maske, die ich euch aus der Drogerie extrem empfehlen kann. Das Einzige, was du hier halt wirklich mit drin hast, sind halt recht viele Parfümstoffe und so ein Kram, ne? Aber ich finde die sehr schön. Also, ne, auch die Garnier-Tuchmasken allgemein mag ich gerne. Was ich halt jetzt immer viel mache, ist, dass ich hinten die Inhaltsstoffe mir auch durchlese, dass da halt nicht super viel drin ist, was ich nicht verwenden darf. Gut, hier ist PEG 40 drin enthalten, etwas, worauf ich eigentlich verzichten möchte in der Schwangerschaft, aber trotzdem, ne, ich probiere das dann immer so aus, ob das halt funktioniert und wenn es brennt, dann halt ganz schnell runter. Aber ja, kann ich empfehlen, ist eine schöne Maske. Dann habe ich aufgebraucht von Valia die Tuchmaske Juicy Melon. Die habe ich von Marion geschenkt gekriegt. Das Vlies ist leider zu dick, aber es gibt eine ganz tolle Pflege und macht ein freshes Gefühl auf dem Gesicht. Sehr schöne Maske, ist eine Limited Edition gewesen. Dann habe ich hier von Medical Beauty Research eine Cytoline Firming Liquid Mask drin gehabt. Das war eine Maske drin enthalten. Das Vlies war leider zu dick und unförmig. Irgendwie war das, hatte das auch so ein Hals mit dran, also war eine ganz komische Form. Hat leicht geblitzt. Wenig Serum, aber eh nur 5 bis 10 Minuten drauf lassen. Also die ist sehr, sehr schnell getrocknet und der Effekt war leider eher weniger da. Also das ist halt dann auch schade und das war eine recht teure Maske. Masken, die nicht ganz so günstig sind, aber immer einen richtig krassen Effekt geben, sind die von Dalton. Und ihr kennt meine Passion dazu. Ich liebe es. Und jedes Mal im Aufgebraucht-Video zeige ich euch die Facecare Hydrolift Biozellulose Maske. Das ist meine absolute Lieblingsmaske. Die gönne ich mir mindestens einmal im Monat. Und da war die Aufnahmezeit erreicht. Melli hat es, wie gesagt, in ihren Videos schon öfters erwähnt. Amelie sagt es auch immer wieder in ihren Videos, dass du diese Maske tatsächlich auch zweimal verwenden kannst. Die außen drumherum Viecher von diesen Masken kannst du bei der ersten Anwendung immer auch auf Hals und Dekolleté geben, damit das Serum, was da drin ist, halt nicht verschütt geht. Ne? Also du kannst diese Maske halt richtig toll anwenden. Gerade im Sommer, geile Geschichte, ab in den Kühlschrank und gönn dir hart. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Maske. Ich liebe sie von Herzen.
Sie kostet 12,50 Euro. Ich weiß, das ist eine Stange Geld. Wenn du sie aber auf zweimal aufteilst, ist es nur 6,25 Euro pro Anwendung. Wenn du die Maske kaufst, wenn du quasi einen Influencer-Code verwendest, also ne, von mir oder von irgendwem, der gerade einen Code hat, ist es ja auch nochmal ein bisschen günstiger. Also ja, ne, man kann sich das Leben schönreden, aber wenn man sich halt wirklich gönnen will, ist diese Maske so geil. Also ich liebe sie. Wirklich. Ja. Und ich liebe Dalton dafür, dass sie diese Maske auf den Markt gebracht haben und hoffe, dass sie sie niemals aus dem Sortiment nehmen. Das würde mich so hart traurig machen. Eine andere Maske, die Dalton auch im Sortiment hat, die ich ab und an mal verwende. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die aktuell verwenden darf. Ich glaube, da ist, glaube ich, so, sogar Salicylsäure drin und das sollte ich ja eigentlich besser jetzt nicht so verwenden. Ja, Sodiumsalicylate ist hier mit drin enthalten. Aber wenn ich halt so richtig mega fette Mr. Fred-Viecher habe, ne, hatte ich letztens, da hatte ich hier einen, der hat im Dunkeln geleuchtet, der hatte eine eigene Alarmanlage mit drin. Und hier hatte ich auch einen, der war so heftig, der tat richtig weh. Und da habe ich mir gedacht, boah, ey, ich knall da jeden Abend und jeden Morgen immer wieder Teebaumöl drauf und mache meine hier Gesichtsdampfbäder im Hochsommer. Ich mache ja alles, was ich kann, ne? Aber die gehen nicht weg und die tun weh. Also habe ich hierzu gegriffen und habe sie mir einmal drauf gemacht. Ich sah aus wie Hulk und habe es geliebt. Und ja, am nächsten Tag waren die beiden Fredviecher halt echt weg, ne? Ich mag die. Das ist die Clear Skin Face Care Blemish Sheet Mask. Die sorgt halt dafür, dass die Rötungen so ein bisschen abschwellen, dass die Entzündungen so ein bisschen rausgehen, ne? Und das habe ich halt echt hart gemerkt. Und deswegen, das ist eine Maske, die würde ich nicht zweimal verwenden. Die würde ich halt wirklich nur einmal verwenden, aufgrund von, ich verwende sie nur, wenn ich wirklich Hautunreinheiten habe. Und dann gebe ich mir die nicht zweimal auf, ne? Ja, aber die ist sehr, sehr effektiv. Ich mag die wirklich gerne live. Ja. Jetzt kommen wir zu den Augenpatches, die ich aufgebraucht habe. Da habe ich einmal von Dalton diese Hydrogel-Eyepads aufgebraucht. Die finde ich sehr, sehr schön. Die rutschen nicht, die bleiben an Ort und Stelle. Finde ich klasse. Die gibt es in Mehrfachpacks und jo, kann man sich einfach mal gönnen. Machen eine schöne, frische Augenpartie und die kann man auch wieder ab in den Kühlschrank. Eigentlich alles, was Maske heißt, aktuell ab in den Kühlschrank, Leute. Ne? Von Yuti die iPad Mask habe ich aufgebraucht. Das ist eine Limited Edition, habe ich von Marion bekommen. Die hat leicht geblitzelt, hat aber dadurch natürlich gut belebt. Ne? Habe ich morgens verwendet. Das waren diese Blitze, genau. Deswegen fand ich das Wort Blitzeln in dem Zusammenhang sehr ulkig. Manchmal habe ich einen Clown gefrühstückt. Die Cooling Hyaluron Augengelpads habe ich von Melly geschenkt gekriegt. Leider muss man die wirklich im Kühlschrank legen, sonst haben die keine eigene Kühlwirkung. Also ich habe sie, ohne dass sie vorher im Kühlschrank waren, verwendet. Und da waren die halt nicht so kühlend, wie es draufsteht. Weil ich habe eigentlich gedacht, dass sie dann von sich aus allein schon kühlend wären, wenn hier Cooling draufsteht, oder? War aber nicht der Fall. Die sind sehr verrutscht. Ich habe die halt morgens verwendet, ne? Und ja, naja, hat halt eine Naja-Pflege gegeben. Ich finde aber die Golden Glow Augengel-Pads von Schäbens einfach viel, viel besser. Auch die verrutschen, wenn man sich halt währenddessen zum Beispiel die Zähne putzt. Aber halt nicht so extrem wie die Cooling Pads. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war mein Gesicht einfach bei den Cooling Pads irgendwie glitschiger als zu dem Zeitpunkt, wo ich die hier verwendet habe. Pflegen sehr gut. Die habe ich von Melly bekommen. Die waren mal in der Box mit drin enthalten. Genau. Mochte ich. Und dann habe ich hier von Balea, oh, ich habe meinen Tisch, oh, den muss ich nachher, oh nein, ich schreibe ja immer mit Edding Sachen hinten drauf, ne? Und dann hast du ja manchmal noch so Klebekram in den Viechern hier drin, der gerade hier offensichtlich rausgelaufen ist. Und der hat gerade bewirkt, dass so ein bisschen Edding hier auf den Tisch gekommen ist. Oh, das muss ich nochmal richtig sauber machen. Auf jeden Fall habe ich hier mir selber gekauft. Die wollte ich mal ausprobieren mit Hyaluron und Magnolienextrakt und Vitamin E. Das war auch eine LE, glaube ich. Ne? Kein Rutschen, nette Pflege habe ich mir hier drauf geschrieben. Jo, ich glaube, die habe ich nochmal da. Ich glaube, die hat Marion mir auch noch zum Geburtstag mit ins Paket gepackt. So viel zu diesen Einmalanwendungsmasken. Noch geiler ist es halt, wenn du halt Masken hast, gerade diese Augenpads, die halt so in Pöttchen drin sind. Das sage ich immer wieder. Und ich hoffe, dass Dalton irgendwann die Augenpads relauncht und die dann in Pöttchen rausbringt. Sage ich immer wieder. Wäre ziemlich geil. Dann habe ich, dass ich morgens immer mir so Crememasken auftrage.
während ich meine Zähne putze. Das hilft mir richtig gut. Da habe ich einmal von Sand & Sky Australian Emo Apple Super Bounce Mask verwendet. Was sollte die eigentlich machen? Glow and Plump. Okay. Hat eine komische Konsistenz. Glibber, habe ich hier hinten drauf geschrieben. Die war in der Beautybox drin enthalten. War aber sehr erfrischend. Also, ne, ich fand halt, wie gesagt, die Konsistenz sehr komisch. Die kam sehr, wie soll ich das sagen, als hätte man da Gelatine reingemacht. So kam die raus, so ein bisschen. Also in eine Maske Gelatine reingemischt, ne? Sehr verrückt, aber gut. In Ordnung. Dann habe ich von Dr. Barbara Sturm die Clarifying Mask gemacht. Hat eine gute Reinigung gegeben. Ist nicht getrocknet. Das finde ich persönlich immer sehr gut, weil ich ja trockene Haut habe. Und wenn dann eine Maske noch richtig krass antrocknet, dann muss man immer so rubbeln, um die halt runterzukriegen. Das ist dann immer schwierig. Jo, die fand ich halt dementsprechend für sensible Haut sehr schön, ne? Jo, wir sind jetzt tatsächlich schon bei dekorativer Kosmetik angelangt, Leute. Vielleicht bleiben wir heute sogar mal unter einer Stunde. Das wäre es ja mal. Nee, Quatsch. Ich muss ja noch die Ampullen hier zeigen. Ne? Ja, ich habe tatsächlich nämlich gemerkt, dass wenn meine Aufgebraucht-Videos unter einer Stunde sind, werden die weniger geguckt, als wenn die über einer Stunde sind. Das ist so witzig, muss ich wirklich sagen. Wenn man sich ja normalerweise Gedanken darüber macht, ob lange Videos geschaut werden. Also ihr seid echt hardcore unterwegs. Hier habe ich von Dalton eine Ampulle, und zwar die Hyaluronic-Urea-Ampulle. Die hat eine weiche Haut gemacht. Genau, die mochte ich gerne leiden. So, dann habe ich gemacht die Multitasking-Ampulle von Dalton. Die ist toll als Primer und halt vor allem im Sommer sehr schön geeignet. Also ihr bekommt super viele unterschiedliche Ampullen überall. Natürlich bei Dalton. Die liebe ich halt wirklich, weil da merkst du, dass halt sehr hochwertige Pflegewirkstoffe drin sind, sodass die Ampullen dann auch ja, langfristig anhalten. Also mein Hautbild hat sich verbessert in der Zeit, wo ich jetzt, ihr seht es ja, super viele Ampullen gemacht habe. Hab mir nämlich im Juni angewöhnt, kein Serum morgens zu verwenden und anstatt des Serums eine Ampulle oder teilweise auch eine halbe Ampulle dann zu verwenden. Das ist meine Idee. Probiert das mal aus, wenn ihr vielleicht recht viele Ampullen zu Hause habt oder so, ne? Dann habe ich von Doulas Skin Focus Vitamin Radiance leer gemacht. Das hat Glow und Frische gegeben. Die mochte ich eigentlich ganz gerne leiden. Dann habe ich von Isana zweimal die Q10 Antifaltenampulle leer gemacht. Eher wässrig, aber okay. Pflegt etwas, ist sehr dick. Das habe ich hier drauf geschrieben. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich habe so ein Dreier-Set gehabt von Barbour. So ein ganz, ganz teures Dreier-Set ist das gewesen. Ne? Und habe da die Ampullen von gemacht. Einmal die Rose Gold Energy, die erfrischt, belebt und blitzelt. Dann die Gold Volume, die gibt Glow und Feuchtigkeit. Oh. Hier ist irgendein Rauchmelder, wo die Batterie leer ist. Und Sammy mag das gar nicht, wenn die so piepen. Das findet er ganz furchtbar. Dann die Platinum Lift, die gibt Glitzer und liftet das Gesicht. Dann habe ich von Douglas Skin Focus die Aqua Perfect leer gemacht. Das hat Feuchtigkeit gegeben. Oh ja, von Maurice Beauty, Maurice K. hatten wir auch mal in der Beauty.at-Box, war das glaube ich drin, die Triple C Boost Ampulle. Das hat eine ganz tolle Frische fürs Gesicht gegeben. Dann habe ich die Barbour Ampulle leer gemacht, Stress Control. Was hat die denn gemacht? Eher kein Effekt. Läuft. Okay. Kann ich nicht empfehlen, offensichtlich. Hier habe ich jetzt aktuell einige von den Anwendungen von Barbour. Die Perfect Glow hatte ich, glaube ich, eben schon, oder? Leichter Glow und Pflege ist halt auch mit dabei. Von Barbour ebenfalls Perfect Glow. Die hatte ich jetzt auch gerade, ne? Genau, leichter Glow und Pflege, gesundes Hautbild. Dalton Extreme Lift, das hat gemacht, die stinkt etwas. Da mag ich den Duft nicht so gerne, aber sie glättet die Haut. Auch wieder von Maurice K. habe ich die Triple Moisture Hyaluronampulle gemacht. Die gibt gute Feuchtigkeit. Auch von Maurice K. die Anti-Pollution Protect Ampulle. Brennt leicht und klebt, ist aber irgendwie gut. Oh, hier habe ich eine 1 mit Sternchen offensichtlich.
1A Feuchtigkeit, Isana Hyaluron Booster Konzentrat, genau, 1A Feuchtigkeit, die mochte ich dann auch wohl gerne. Hyaluron ist immer gut für mein Gesicht, ne? Die Perfekt Fokus, huch, da ist mir jetzt was runtergerollt von Douglas, Perfekt Fokus. Achso, das ist glaube ich eine alte, ne? Weil es ist auch das alte Logo. Schimmer und etwas Frische war hier mit drin. Jetzt passt das nicht mehr in mein hier Puderpöttchen hier mit rein. Von Barbour habe ich die Pollution Protect gemacht. Brennt, Zwiebelduft, kein Effekt, nope. Ah, ist immer so geil, weil ich mache dann meistens diese Sachen, dass ich die draufschreibe, halt direkt nachdem ich das verwendet habe. Und die habe ich dann ja morgens verwendet und ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Bin ich immer ein bisschen neben der Spur. Von Maurice K. habe ich hier die letzte Ampulle und zwar die Steam Cell Ampoule. Und die ist geil, erfrischt und belebt. Jo, so viel zu den Ampullen, die ich aufgebraucht habe. Und einfach mal, falls ihr auch die ein oder andere Ampulle zu Hause habt, verwendet die einfach mal. Das macht wirklich Freude. Da gibt es übrigens auch von Dalton so einen Ampullensprüher. Den kannst du auch verwenden für Isana-Ampullen, für Douglas-Ampullen, für Barbour-Ampullen. Ne? Dann hast du nämlich 2-3 Anwendungen in einer Ampulle drin. Das ist auch ganz geil. Ich verwende Ampullen gerne so Gesicht, Hals und Dekolleté. Deswegen, ne, verwende ich halt auch gerne einfach mal die Ampulle an sich so. Aber als mit dem Ampullensprüher ist es zum Beispiel, wenn du diese Hyaluron- oder feuchtigkeitsspendenden Ampullen nimmst, ganz cool fürs Gesicht so. Das ist ganz schön. So, jetzt sind wir aber bei dekorativer Kosmetik. Essie habe ich hier meinen Lieblingsfeen leer gemacht, das Platinum Nude Finish, diesen Topcoat. Den mag ich einfach super gerne. Der macht so einen richtigen Glanz auf die Nägel drauf. Jetzt gerade habe ich halt auch, also wir sind im Umzug, wir sind hier am Machen und Tun. Deswegen habe ich immer irgendwie eingeflatterte Fingernägel. Aber trotzdem, das hält echt gut die Nägel schön. Und normalerweise hält bei mir Nagellack, wenn ich halt auch ganz normal in den Garten gehe und so, ne, eine Woche. Also das ist immer so ungefähr mein Haltbarkeitsgedönsen, aber ich gebe mir auch immer einen Basecoat, 3 Farbschichten, ganz wichtig, und dann nochmal den Topcoat drüber und lasse es dann auch wirklich gut trocknen, schneide dann in der Zeit ein Video oder, keine Ahnung, sitze vorm Fernseher oder so, ne? Genau. Dann habe ich einen Stift leer gemacht und zwar von Clarin, ist das der Graphic Ink Liner Intense Black. Ist ein Filz Eyeliner, ist auch leider nicht ganz leer, der schmiert aber. Also, wenn ich den so ab hier bis nach außen hin hinsetze, oh, da ist ein Krümel, mega, macht einen schönen Wing alles. Aber in meinem Augeninnenwinkel ist es einer der wenigen Eyeliner, der macht, dass es so nach unten hin läuft. Und das sieht echt blöd aus. Also habe ich sonst bei keinem Eyeliner. Das ist, oder doch, nee, wüsste ich jetzt akut nicht, bei welchem das jetzt genau so auch wäre. Ne? Also bei dem ist es mir ganz extrem aufgefallen. Dann habe ich hier von Zoeva einen Augenbrauenstift leer gemacht. Graphic Brows in der Farbe M. Amos, so ein hochdrehbares Vieh. Richtig schöne Farbe. Gibt eher wenig Farbe ab, also wirklich schwach. Man muss da schon ein bisschen mehr mit malen. Wenn man aber seine Augenbrauen eher nur so ein bisschen ausfüllen möchte und nicht zu viel Produkt haben möchte, ist das ein perfektes Gedönsen, ne? Kann ich sehr empfehlen. Dieses Schwämmchen wird auch sortiert von Judith Williams, weil der einfach, der ist teilweise, dass er so Einbruchstellen hat und der ist einfach härter geworden, der ist einfach nicht mehr schön. Ich fand den auch von Anfang an nicht so ultra geil, der ist nämlich recht hart für ein Make-up-Schwämmchen. Meine absolute Lieblingsmascara, die ihr auch bei Purish bekommt, aktuell gilt auch noch mein Code Claudiswelt15 auf Nabla-Produkte. Da kriegst du die 15% rabattiert. Die Vigis Mascara habe ich hier. Richtig geil. Ich hatte die jetzt letztens bei dem ungeschönten Video mit Sarah Isabel noch verwendet. Guckt euch das Video an, wofür ich sie nachher verwenden musste. Tatsächlich, das tat ein bisschen weh, aber ich hatte sie sowieso schon zu meinen Aufbrauchprodukten gelegt oder ist aufgebraucht, ne? Weil ich Mascara immer nur so 6 bis 8 Wochen maximal in Anwendung habe. Ne? Und ja, die war schon lange drüber und deswegen, ja, ist sie dann auf eine ganz andere Art und Weise ganz aufgebraucht worden. Hier habe ich ein Produkt, da bekomme ich den Rest vom Schützenfest nicht mehr so wirklich raus. Das ist hier dieses Brow Lumination oder Lumination Lift von Essence in Kooperation mit Merve. Und das ist jetzt einfach auf den Augenbrauen nur noch wie Kleber. Also
zieht Fäden, ist halt nicht mehr gut. Ne? Ich habe da auch ein Backup mir damals von organisiert, also habe ich auch noch da. Das von Catrice soll ja auch, oder das aus dem neuen Sortiment von Catrice, soll dem sehr, sehr ähnlich sein. Habe ich auch da, mag ich auch gerne leiden. Ansonsten habe ich noch den 24-Hours-Brow-Setter von Benefit, den ich einfach liebe. Gutes Produkt, kam nicht jeder mit klar, ne? Weil das halt wirklich sehr, sehr, sehr schnell die Augenbrauen festgetackert hat. Aber ich fand's cool. Dekorative Kosmetik bewahre ich auf jeden Fall auf, weil am Ende des Jahres oder am Anfang nächsten Jahres mache ich dann ja auch wieder genauso wie dieses Jahr auch, ne? So ein Überblick quasi nochmal. Herzlich willkommen beim Körper, da habe ich nochmal wieder was von Dalton. Ja, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, das sieht man auch ein bisschen, ne? Body Care Spa Deluxe Ingwer Meersalz Körperpeeling. Da hatte Denise gesagt, probier das mal aus. Und ich habe erst gesagt, oh, Ingwer und Salz, ey, wenn ich mich rasiere, das brennt doch wie Feuer. Nee, tatsächlich nicht. Nur wenn ich halt wirklich mich irgendwie geschnitten habe beim Rasieren oder, keine Ahnung, irgendwo eine offene Stelle hatte, weil ich irgendwie beim Renovieren irgendwo gegengelaufen bin oder so, ne? Passiert mir einfach öfter, ich bin halt ein Tollpatsch. Aber das ist so ein tolles Peeling. Du hast ja auch so eine Ölphase mit dabei, das heißt, du musst es auch die ersten paar Male wirklich umrühren. Und das ist so schön auf der Haut. Das peelt schön, das belebt die Haut, das macht ein ganz tolles, weiches Hautgefühl. Absolut. Eins meiner absoluten Sommerfavoritenprodukte. Richtig, richtig geil. Im Winter wäre mir das wahrscheinlich zu sehr so, ne? See, Salz, ne? Aber im Sommer geil. Richtig, richtig geil. Ja. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Heute? Nein, ne? Dalton, Meereskosmetik. Das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben, wir kommen aus dem Meer. Dementsprechend ist das unseren hauteigenen Gedönssachen sehr gut nachempfunden und deswegen auch für unsere Haut immer sehr gut geeignet, egal wie sensibel sie ist. Ne? Deswegen ist Dalton einfach, wir haben bei mir einen Stein im Brett. So, dann habe ich ein paar Pröbchen zugeschickt bekommen, wovon ich jetzt hier eine habe. Die hat Katrin mir geschickt, die fand ich okay, von Sagella Active. Antimykotische und antibakterielle Waschlotion für die Pflege des Intimbereichs auf Basis von Thymian und Salbei. Wie gesagt, fand ich okay. Ist für Frauen in der Schwangerschaft halt geeignet. Kannst du aber auch verwenden, wenn du nicht schwanger bist. Ne? Ja, die gibt es safe auch irgendwie als Nichtprobe. Etwas, was ich halt in groß leer gemacht habe als Intimwaschlotion, ist von Facel, dieser Intimwaschschaum. Den fand ich halt wirklich nur okay. Also da mag ich definitiv lieber den von Nivea. Echt. Der ist mir irgendwie, weiß ich nicht, sympathischer. Ja. pH-Wert ist 3,8. Ich mag es halt gerne, dass ich für meinen Intimbereich eine separate Waschlotion verwende. Klar, kannst du auch einfach Wasser verwenden. Aber gerade im Sommer mag ich es einfach gerne, wenn ich da halt irgendein Reinigungsprodukt dran packe. Okay, Deo. Apropos Sommer, habe ich hier einmal von CL Invisible Fresh Deodorant. Mein Lieblingsdeo, Mini ohne Palmöl, ohne Aluminium. Liebevoll, frisch, leer gemacht. Fand ich einfach okay. Fand ich aber nicht überragend. Das hat jetzt nicht so geschützt wie jetzt zum Beispiel das von 8x4 oder so. Ja, das ist jetzt Glas. Dann habe ich hier von Balea. Das war richtig gut. Antitranspirant Extra Dry als Deo-Roller. Der war richtig, richtig gut. Die gibt es ja auch als Spray, aber als Roller, puh, der hat echt was gemacht mit mir. Ohne Alkohol, langanhaltender, extra starker Schutz, trockenes Hautgefühl, kann ich bestätigen. Das ist wirklich cool. Dann habe ich, um mich zu duschen, etwas verwendet, und zwar von Rituals Foam Fiesta, The Ritual of Holy. Während der Anwendung war das richtig toll. Das hat auch einen tollen Duft gehabt. Das hatte auch eine schöne Farbe. Es war so fancy pantsy und so. Und nicht dieses klassische, dass du ein Gel hast, was dann zu Schaum wird, sondern es ist halt direkt als Schaum rausgekommen. Ne? Aber ruckzuck war der Duft weg. Also das war nicht mal den Abfluss runtergespült. Den hat es schon nicht mehr so gerochen. Das finde ich dann irgendwie schade, ne? Weil es nicht so langanhaltend war. Ja, Menschen beschweren sich über Duftstoffe. Beschweren sich aber auch, wenn der Duft nicht langanhaltend genug ist, ne? Weißt du Bescheid, meckern geht immer. Aber ich fand, ja, hätte, also weil ich den Duft so toll fand, der hätte länger da sein können, ganz einfach. Genau, und nachdem wir den Körper gesäubert haben, darf der natürlich auch gepflegt werden. Das ist auch immer eine wichtige Geschichte. Ganz wichtig ist Lichtschutzfaktor. Ich frage mich echt, warum ich keinen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht hier habe. Ganz verrückt. Ist entweder kurz vor Ende jetzt gerade der, den ich in Anwendung habe. Oder habe ich vergessen, einen in die Aufgebrauchkiste zu packen?
Weiß ich gar nicht, weil ich verwende jeden Tag, ne, Lichtschutzfaktor im Gesicht. Auf dem Körper habe ich von Daylong Cetaphil Sun Lichtschutzfaktor 30 verwendet. Das habe ich auch von Katrin bekommen. Und ja, das habe ich jetzt für einmal Körper in Creme verwendet. Ne? Also nicht mal der komplette Körper, sondern nur das, wo keine Kleidung drauf war, quasi. Ja, mochte ich gerne leiden. Ist halt so gelb, wenn das rauskommt. Aber ist jetzt nicht so super weißelnd oder so. Das fand ich sehr positiv. Deswegen, ja, hat mir das gefallen. Dann habe ich von Rituals ein Pflegeprodukt leer gemacht und zwar Ritual of Sakura, absolute Lieblingsreihe von Rituals von mir, Magic Touch Body Cream, mag ich einfach richtig gerne leiden, ist eine super schöne Geschichte. Ich liebe diesen Duft von Kirschblüte und Reismilch, das ist einfach so sanft und geht für mich wirklich ganzjährig, ich liebe es einfach und es macht eine tolle Haut, habe ich, ich glaube, von Melly bekommen? Ui, ich kann es nicht mehr lesen. Könnt ihr das lesen? Ich kann es nicht mehr lesen. Mist. Ich glaube, Melly hat mir das geschenkt. Oh, okay, dann habe ich hier auch von Sagella Sensitive den Pflegebalsam nach der Haarentfernung mit einzigartiger Pearl Touch Formel verwendet. Sehr angenehm, wenig reichhaltig, habe ich von Katrin bekommen. Also, ja, also für die Mumu-Rasur würde ich den jetzt halt nicht so empfehlen. Da würde ich eher was für mich persönlich verwenden, was etwas reichhaltiger ist. Aber jetzt, ein paar Tage nach der Rasur, muss ich sagen, ich habe auch keine eingewachsenen Härchen oder so ein Kram gehabt. Das hat auf jeden Fall geholfen, offensichtlich. Jetzt kommen wir zu Körperöl. Super viel. Da habe ich einmal von Mitchell & Peach English Leaf Body Oil leer gemacht. Ich verwende die ja alle für, ne, quasi von meinen Knien bis zum Hals. Außer die Arme halt. Weil, ja, meine Oberschenkel müssen nach wie vor gepflegt werden, weil da habe ich ja immer noch meine noch vorhandenen, aber mittlerweile längst verblassten Schwangerschaftsstreifen. Aber die Haut ist ja gerissen. Aber es war ja nicht, weil ich schwanger war, sondern weil ich einfach gewachsen bin. Und bei meinem Bauch und meinen Brüsten versuche ich das ja zu vermeiden, durch die aktuelle Schwangerschaft halt. Ne? Ja, deswegen Öli Öli. Der Duft war sehr unisex, fand ich sehr angenehm. Das Öl fand ich auch ganz schön, aber es muss eigentlich nicht für den Preis sein, muss ich gestehen. Das hier habe ich nur für die Hupis verwendet. Ich zeige euch das gleich mal, was ich da drauf gemalt habe. Ich bin manchmal echt total bekloppt. Von Chorus Wild Rose. So. Und das hier ist dann meine Bewertung des Produktes. Ich weiß auch nicht. Also ich trinke ja keinen Alkohol, ne? Aber manchmal habe ich echt irgendwas in meinem Kopf, was da nicht reingehört. Da sind auf jeden Fall richtige Rosen drin, Rosenblätter. Die waren ein bisschen störend, ne? Aber wie gesagt, für die Hubis war es vollkommen in Ordnung. Dann habe ich hier von Freiöl etwas leer gemacht. Figuröl, Shaping Oil, strafft und festigt die Silhouette. Der Klassiker, würde ich mal so sagen, ne? Fand ich gut, mochte ich gerne leiden. Hat halt nur rumgesaut wie sonst was. Also ich habe die Sachen meistens auf einem wiederverwendbaren Abschminkpad bei mir im Badezimmerschrank einfach stehen, damit da nicht alles zugesaut wird. Trotzdem wird alles zugesaut. Das fand ich richtig gut von Alverde, das Mama Körperöl mit Biomalve. Das habe ich von Melly bekommen. Melly ist auch tatsächlich selber Mehrfachmutter oder Einfachmutter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Langzeitmutter schon. Und kann ich wirklich richtig geil. Also ich glaube, die hat mir auch die Cremeöldusche von dieser Reihe, ne, mit Mama-Gedönsen geschenkt. Die habe ich aktuell in Anwendung, finde ich mega geil. Ja, also schönes Öl, ist schön eingezogen auch vor allem, ne, das ist auch immer wichtig. Und da haben wir wieder Trennkost hier. Und dann kommen wir zu Dies, das Ananas. Bei Dies, das Ananas habe ich zuallererst ein paar Raumdüfte quasi. Da habe ich einmal hier dieses Goodnight Sleep Tight Pillow Mist von Coudre Berlin. Cinnamon Edition, also quasi die Zimt-Edition, fand ich jetzt nicht so geil. Da bin ich eher Fan von dem Deep Sleep Pillow Spray von This Works. Oder da gibt es halt auch Rossmann Eigenmarkenprodukte und so. Da ist der untere Container Glas. Dann habe ich hier von Airwick Blütenzauber mit ätherischen Ölen. Den fand ich an und für sich gut. Wir haben ja dieses Sprühvieh, das automatisch sprüht bei uns im Badezimmer. Aber wenn er dich direkt angesprüht hat, weil das ist bei uns aufs Klo gerichtet, ist es ein bisschen hardcore, wenn du das einatmest. Ja, weil das so ein trockener Duft ist. Also ich würde den jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Da gibt es ja auch diese Baumwollblütengeschichte. Die mag ich deutlich lieber.
Dann habe ich hier etwas leer gemacht und zwar von DM Ebelin, dieses Nagellackentferner Express, wo du deinen Finger reinsteckst. Ich habe immer bunte Nägel, ich habe verrückte Lacke, die halt auch irgendwie so glitzermäßig sind und so. Und da braucht man halt sowas wirklich gut. Also ich kann die sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, sowas darf man aber nicht über den Plastikmüll entsorgen, weil du da drin ja dieses Pad hast, was ja quasi getränkt ist von diesem Nagellack und was weiß ich, ne? Deswegen kommt jetzt auch ein Restmüll bei uns. Und ich mag die gerne. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die von Ebelin oder die von Rossmann quasi eher nachkaufen würde. Das weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt aktuell habe ich die von Rossmann auch in Anwendung, oder? Muss ich nochmal gucken und schreibe ich euch mal rein, glaube ich, oder? Mal schauen. Dann habe ich von Everdrop ein Sprontwaschmittel leer gemacht. Das fand ich, also mit Blumenwiese war der Duft, mochte ich per se ganz gerne. Problem, wir haben keinen feuchten Keller, aber wir haben ja da den Trockner stehen. Und da ist scheinbar vom Trockner der Dunst so, oder die Wärme so ein bisschen dran gekommen, sodass es irgendwie auch ein bisschen kondensiert ist und sich dann durch die, ja, ich glaube, plastikfreie Verpackung ist es dann, ja, so ein bisschen hier so verklumpt hat, ne? Das ist dann nicht so geil gewesen. Da muss man halt echt gucken, wie man die Produkte aufbewahrt. Ich mochte das gerne, hat schön gereinigt, war mit einem tollen Duft. Das war schon schön. Dann habe ich hier zweimal aufgebraucht, nicht aufgebraucht, aufgemacht, ne? Habe ich mir kurz nach Korfu gekauft, weil ich auf Korfu gemerkt habe, als Amelie mir meine Strumpfhose in einem Restaurant aufschneiden musste, dass ich das definitiv brauche, weil mein Bauch ist zu groß, um normale Strumpfhosen zu tragen, dass ich diese Faszino Baby Belly brauche. Die sind, ich glaube, 5 Euro pro Stück, 4,95. Da werde ich mir jetzt noch super viele von nachkaufen, weil ich die sehr, sehr geil finde. Und die kannst du auch tragen, wenn du nicht schwanger bist und einfach nur einen Foodbauch hast, ne? Mega. Genau, also schwarz, richtig geil, 80 Dehn. Ich habe das in 42-44M. Die Post kommt. Genau, das fand ich richtig gut, ne? Hat mir auch gut gefallen. Diese Farbe Make-up 40 DNM ist mir ein bisschen zu dunkel. Da siehst du halt richtig, dass du eine Strumpfhose anhast. Muss ich mal gucken, ob es die noch irgendwie in heller gibt, dann würde ich mir die nämlich lieber nachkaufen und vielleicht damit weniger Dehn oder so. Aber ja, ne? Extra Material am Bauch, wächst bis zum 9. Monat mit, definitiv mega geil. Also das sind wirklich also Entdeckungen, die will ich hardcore mit euch teilen, Leute. Auch die Zähne brauchten ein bisschen Liebe. Jeden Morgen verwende ich einfach so eine Mundspülgeschichte. Da ist es mir eigentlich relativ egal, was für eine Mundspülung ich nehme. Am liebsten verwende ich eigentlich eher was Sensitives, weil ich eigentlich freiliegende Zahnhälse und so ein Kram habe. Dadurch, dass ich aber jetzt mit Rauchen endlich aufgehört habe, weil wegen schwanger und so. Das ist übrigens der Amazon-Bote, habe ich gerade gesehen. Ist es tatsächlich so, dass ich sowas auch verwenden kann, was nicht sensitiv ist. Ja. Manchmal lernt man auch ein bisschen im Leben dazu, ne? Genau, Vernunft ist auch mal wichtig. Das hier war jetzt von Procodent, ist von Rossmann. Mochte ich gerne leiden, kann ich empfehlen. Das ist eine schöne Geschichte. Und eine Zahnpasta habe ich leer gemacht von Marvis. Das ist die ganz normale, klassische Strong Mint. Die mochte ich auch gerne leiden, kann ich empfehlen. Würde ich aufgrund des Preises jetzt nicht nachkaufen. Da bin ich eher bei der Elmex Repair and Prevent. Das ist meine Lieblingszahnpasta. Und das letzte Produkt aus diesem Aufgebraucht-Video ist von Jessa diese wunderschöne Box, wo Slip-Einlagen inflexibel drin sind. Liebe ich, verformen sich manchmal, während ich halt mich bewege, spazieren gehe oder sonst irgendwas. Aber ich brauche das halt und ich mag die gerne. Jo. Ihr Lieben, das war mein Aufgebraucht-Video. Voll geil. Ja, denkt auf jeden Fall an die mega krasse Verlosung. Denkt daran, in der Infobox vorbeizuschauen. Da habe ich super viel drin verlinkt, also hardcore. Vielen Dank an meine wundervollen Kooperationspartner, die einfach so geile Produkte auch auf den Markt werfen, die man einfach verwenden kann. Und dass ihr so eine coole Produktentwicklungsabteilung habt, die immer wieder so schöne neue Produkte entwickeln. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Aufgebraucht und Plattgemacht-Video aus dem Monat Juni. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht und Plattgemacht-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!